kleine Vorstellung des Betriebes. Wir haben hier in Hessen einen Brutraum bzw. Hältermöglichkeiten für Speisefische oder für Fischversand fürs Frühjahr oder. Aber natürlich, wie gesagt, auch die Bruterzeugung von Forellen. Wir haben hier ein Forellenprojekt. Das macht der Eigentümer der Fischzucht noch, weil das für mich zu anspruchsvoll und zeitmäßig gewesen wäre, von heute auf morgen dieses Projekt zu übernehmen. Das ist ein genetisch reiner Bestand aus Hessen und der wird hier in der Fischzucht Wetterfeld, alle Infos könnt ihr auch auf der Homepage euch da einlesen, wird hier durchgeführt mit diesem Forellenbestand. Deswegen dürfen wir hier an der Fischzucht auch keine anderen Bachforellen produzieren oder aufziehen, weil die Gefahr der genetischen Durchmischung einfach zu groß wäre. Deswegen gibt es hier Fördergelder vom Land Hessen, dass nur dieser Bachforellenbestand hier produziert wird. Forellen, also Regenbogenforellen, Saiblinge ist kein Problem. Das dürfen wir hier weiterhin produzieren. Und ja, ich mache mal einen kleinen Rundgang mit euch. Hier ist unser Schlacht- und Verarbeitungsraum für die frischen Fische. Wir haben drüben noch eine Küche, wo wir unsere Bratforellen nach Bratheringart, unsere Fischstörfrikadellen, Räucherfilets und. Dann veredeln. Dann haben wir hier den Eingangsbereich. Er steht normalerweise nicht so da, aber wir hatten ja jetzt geschlossen. Das haben wir alles im Angebot. Ich zeige euch dann auch mal unsere Veredelung separiert. Das ist unser kleiner, aber feiner Verkaufsraum. Ja, das mit dem M. Aber jeder hat so seine Tücken. Ihr glaubt es nicht, ihr glaubt es nicht. Oder Wahnsinn. Oder Dicker. Das sind bei den ganzen lieben Angel-YouTubern auch so gewisse. Bei mir ist es halt M. Ist die Frage, was schöner ist. Ob M oder Dicker oder Wahnsinn. Ihr glaubt es nicht. Ja, genau. Das ist der Verkaufsraum. Freitag und Samstag bis definitiv Ostern so geöffnet. Im Sommer müssen wir höchstwahrscheinlich und auch damit wir die Preise halten können, einen Tag reduzieren. Da ist vieles natürlich dahingehend. Die Kühltheke, die Arbeitskraft, also auch wenn es nur die eigene ist, aber um den Preis der Fische, dann müssen die Kunden sich halt hier, die ihren Frischfisch, Räucherfisch, die veredelten Produkte möchten, darauf einstellen, dass wir im Hochsommer nur noch einen Tag pro Woche offen haben. Weil wir haben auch die verschiedensten Feste, Veranstaltungen, unsere eigenen Steckergrillveranstaltungen, wo wir oben auf dem Teichdamm sind. Ich zeige euch jetzt mal die Teiche. Hier haben wir unseren Betriebshof, das gehört einem Eigentümer, das hier ist unserer. Regionale einheimische Fische aus eigener Zucht. Wir verkaufen in unseren Hofläden nichts, was nicht, also sagen wir es mal so, keinerlei Meeresfische oder Produkte. Wir machen die eigenen Bratforellen, die eigenen Matjesforellen, Bismarckforellen und die Frikadellen. Wir planen jetzt an Fischwurst rumzuprobieren. Karpfenschinken, kaltgeräucherte Lachsforelle, gebeiztes und vieles mehr. Hier, wir haben die Hälteranlage jetzt überstürzt nach Silvester abgebrochen. Deswegen sieht es hier ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Hier vorne, hier hältern wir die Speisefische unter anderem. Hier haben wir in den Rundbecken die Zierfische im Frühjahr.
Hier haben wir noch eine Rinnenanlage. Vorne stehen die Lachsforellen, dann die Saiblinge, Störe, Karpfen. Genau, alles was man so schnell zum Speisefischbedarf noch braucht, beziehungsweise Hälterung nach den Abfischungen und. Ganz vorne ist ein kleiner überdachter Zierfischteich zur Hälterung unserer Zierfische. Wir haben Goldbitterlinge, normale Bitterlinge, Muscheln, Moderlieschen da vorne überall drin. Hier haben wir Winterteiche für, das ist übrigens, weil wir so viel Wasser gerade aktuell haben. Der Teich ist eigentlich leer, aber der Bach drückt zurück. Hier haben wir einen Hälterteich für K1, K2 und K3, beziehungsweise Laichtiere sind hier noch vertreten. Hier haben wir den Teich für die Bachforellen, für das Bachforellenprojekt. Die nächsten Teiche sind Forellen in verschiedenen Größen und Lachsforellen und Saiblinge in verschiedenen Größen. Im vierten Teich ist auch ein Hälterteich sozusagen. Das ist unsere K1 Brutaufzucht. Da haben wir dieses Jahr, ich glaube die Videos gibt es auch nicht mehr auf dem Handy, haben wir über 350 Kilo KV produziert. Also das waren fast 300.000 Karpfen, die wir hier produziert hatten, in diesem kleinen Teich mit einem Hektar. Schwimmende Netzkäfiganlage. Hier ist auch noch ein echter Karauschen, Gründling, Muschel, Bitterling, Teich. Hier steht die Wildkamera, einfach um zu schauen, was hier rumkreucht an Fleisch. Wir haben hier, ja, im Endeffekt bin ich eigentlich auf der Suche, oder ob es hier tatsächlich auch schon den Otter gibt. Bisher ist eigentlich alles drauf gewesen, außer Otter, Gott sei Dank. Hier seht ihr, wie aktuell das Hochwasser, wie stark das Hochwasser ist. Nur nicht abstürzen, da seht ihr mal, wie hoch das Wasser war, was hier alles wieder an Dreck ankommt. Hier haben wir Produktionsteiche, drei Stück, links, Mitte und rechts. Eigentlich sind die schon lange leer, die machen wir jetzt auch wieder leer. Das war jetzt dann nur wegen Vögel und Enten. Da war auch ein Projekt wegen Entenfangen und Beringen, deswegen sind die Teiche jetzt noch voll. Die werden jetzt wieder abgelassen, um die Teiche ausfrieren, austrocknen und sich sozusagen erholen zu lassen. Was da hinten? Biber oder Nutria oder Ente? Ist viel zu weit weg, ich sehe es nicht. Genau. So, habt ihr mal einen kleinen Einblick hier in die Fischzucht in Wetterfeld bekommen. In beiden Betrieben vor Ort ist natürlich auch der Verkauf möglich. Ich kann natürlich nicht immer an beiden Betrieben gleichzeitig sein, ist natürlich logisch. Wenn ihr also in Ostthüringen, im Landkreis Saale-Orla-Kreis, Ostthüringen, Schleiz, Kreiz, Saale-Orla-Kreis, dafür werdet ihr mich finden. Oder hier in der Fischzucht Wetterfeld, das ist in Hessen, der Landkreis Gießen. Also Fische abholen, jederzeit möglich. Fische in beiden Regionen als Besatzfische zu liefern oder in den naheliegenden Regionen. Schreibt mich an, je näher ihr da seid, je früher ihr bestellt, desto sicherer ist ein Fischbesatz von mir zu bekommen. Der Angelsee ist in Thüringen und wenn wir einen Eigentümer mal dazu kriegen, dass man hier die zwei Teiche zum Forellenfoppen hernehmen darf, dann seid ihr die Ersten, die es mitbekommen. Genau, so der kleine Einblick. Ah, wir haben einen Bewirtungsraum noch für 30 Personen. Moment. Ach, noch was. Hier oben an den Dämmen, auf den Dämmen zwischen den Teichen oder hier vorne auch, wird im Sommer alles schön gemacht und dann Bierzelte, Biertischgarnituren, Sonnenschirme und aufgestellt.
Die Termine stehen noch nicht fest. Da werden wir aber unsere Grillforellen, Saiblinge, Lachsforellen anbieten. Samstags, sonntags oder zum Vatertag zum Frühshoppen. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Und auch Betriebsführungen sind jederzeit möglich. Wie lange dauern sie? Ich laber ja immer so viel. Merkt ihr ja mal in die Videos. Meistens 2 Stunden mit anschließender Verköstigung, wahlweise Räucherforellen. Schlachtkurse könnten gegeben werden, wenn ihr als Angelverein Interesse habt oder als Gruppe, aber ich glaube ja, als Gruppe findet sich da eher schwierig. Das sind alles so Möglichkeiten, die uns jetzt eröffnet wurden, auch in beiden Betrieben, wobei die Betriebsführung in Thüringen schwer ist, weil halt die Teiche im Umkreis von 20 Kilometer alle liegen. Hier ist es natürlich einfach, es ist ein Teich noch außerhalb. Ja, aber Bewirtung ist hier möglich. So, und jetzt sind wir in unserem Bewirtungsraum, bis zu 30 Personen möglich. Mit Zapfanlage, Bestuhlung, Heizung. Wie gesagt, für jegliche Schandtaten bin ich bereit. Schreibt mich an, wenn ihr irgendwas vorhabt. Mit eurem Angelverein, mit eurer Jugendgruppe. Kommt vorbei. Plant mit mir euren Ausflug, die Betriebsführung, die Verköstigung, das richtige Räuchern, das richtige Filetieren, Schlachten und. Über all das können wir jetzt zusätzlich zu dem ganzen Programm, mittlerweile ist es einfach zu viel für eine Familie. Ich versuche mir dann die Zeit zu nehmen für euch. Aber deswegen verzeiht, wenn es halt ab und zu nicht so hingehauen hat dieses Jahr, wie es sein sollte. In diesem Sinn, die Betriebsführung vom Thüringer Betrieb, ja, demnächst. Ich wünsche euch was.